Okay. So, damit herzlich willkommen bei Papo und Jo und mit diesem komischen Rätsel hier. Also, das Feld hier hatte ich aktiviert. Das Tor ist fast auf. Wenn ich das mit dem Rohr mache, passiert nichts. Achso, warte mal. Ich habe vielleicht eine Idee. Oh. Scheiße, ist hier ein Frosch. Scheiße. Den habe ich übersehen. Ach. Ich muss den jetzt mal hier einsperren. Dann brauche ich die Frösche. Alle in der Ecke. Oh, wie süß. So. Also, okay, ich hab's verstanden. Yeah! Juhu! Ist die Frösche weg? Gut. Ich hoffe es. Dann komm mal mit. Ja, kommen, Herr Monster. Hier geht's lang. Wo war das Feld? Da hinten. Checkpoint. So. Ja. Ah, oh oh. Da oben sind Frösche, kann das sein? Okay, ich weiß aber auch wofür. Ich hoffe, der kommt mir jetzt nicht hinterher. Okay. Was ist das? Ach, cool. Ja, hier muss noch einer hin. Um wahrscheinlich das Tor zu öffnen. Das ist ja cool. Okay. Gehen wir mal mit dem Frosch da rein. Schnell, schnell, schnell. Hier, yeah, gerülpst. Hätten wir. Er rennt schon mal vor, ist klar. Darf ich mich hier auch mal ein bisschen umgucken? Zum Beispiel dieses schöne Bild hier. Hier geht es gar nicht weiter, ne? Okay. Du hast mich überzeugt. Bin gespannt, was jetzt kommt. Er schläft wieder. Hallo.
Oh, da unten, da hinten ist schon wieder eine faule Frucht. Das heißt nichts Gutes. Nein, nein, nein. Ach, da ist sie. Was ist das denn? Oh, da sind Frösche. Oh je. Muss ich denn hier nichts machen? Kiko, Aneo Senpata, e a Papo e Tai Ki. Den was? Erstmal abchecken. Hier sind auch immer solche Teile. Muss ich wohl damit aktivieren. Da ist schon mal eine Hilfebox. Kommst du nicht weiter? Vielleicht kann ein dicker Bauch helfen. Also. Leicht unterschiedliche Symbole zeigen in verschiedenen Richtungen. Monsterbett bewegt sich, wenn es in die Monstersbett. Ach so. Bewegt sich, wenn es in die Richtung zeigt. Okay. Gucken wir mal. So, hier würde es theoretisch auch lang gehen. Was passiert, wenn ich das aktiviere? Ach, ich komme da gar nicht hoch, ne? Ich habe ja Lula nicht mehr. Da nicht durch. Komme ich da jetzt hoch? Hey. Ach, da ist auch noch einer. Okay, ich probiere den mal. Er schläft und ich mache die ganze Arbeit. So sieht's aus. Ja, ja. Okay. Wieso ist das jetzt nicht mehr aktiviert?
gibt's doch irgendwie gar nichts, oder? Das verstehe ich jetzt schon wieder nicht. Also diese Kackfrösche, kann ich die nicht eigentlich schon mal kaputt machen? Oder kommen neue? Trotzdem weiß ich nicht, wie ich jetzt weiterkommen soll. Weil das ist ja nicht mehr aktiviert hier. Ich weiß nicht warum. Das wäre für diese Seite gewesen wahrscheinlich. Ach so, ja. Ich muss das immer hier aktivieren. Ach so. Das wusste ich ja nicht. Okay, weiter geht's. Mit unserem Tausendfüßlerbett. So sieht's aus. So. Das nächste ist das zum Kringel. Nee, warte mal, das müsste sein. Das ist ja die Linie. Das mit so einem Ding. Okay. Mal schauen. Ja. Cool. Vielleicht Frösche? Nee. Okay. Achso, ich muss das ja hier erstmal aufmachen. Wo ist denn das Ding? Da oben. Nehmen wir erstmal ein Stück. Miau. Machen wir erstmal das auf. Sehr schön. Okay, dann was haben wir jetzt, da ist die Linie. Warte mal, 1, 2, 3. Müsste das vierte sein? Und wieder zurück. Aber ist cool gemacht, ne?
haben sie sich echt was einfallen lassen. Finde ich echt nice. 1, 2, 3, 4. Das müsste es sein. Ja, das Ding da, das Kringelschwänzchen zeigt nach oben. Das ist richtig, richtig, richtig. Ich bin am Ende. Juhu. Er zappelt erstmal eine Runde. So, wir sind da, Herr Monster. Sie können jetzt auch mal aufstehen. Checkpunkt. So, ich mache hier wieder eine klitzekleine Pause. Sieht wieder sehr nice hier aus. Mal gucken, was ich gleich machen muss. Irgendwie ist ja wirklich in jedem Kapitel etwas Neues, was mir auch sehr gut gefällt. Ist nicht so eintönig. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann. Tschüss.